türkische schnelle Beatboxer, der eben na, ein bisschen kläglich seinen ersten Kampf verloren hat gegen den Finalisten aus Griechenland, Kostilakis. Also sieht schon so aus, als würden hier zwei Kämpfer unterschiedlicher Gewichtsklasse gegeneinander antreten. Der Größenunterschied ist immens. Und Dimitar Iliev nutzt gleich seine Reichweitenvorteile. Die ganze Sache hat noch eine zusätzliche Note. In Bulgarien gibt es eine sehr große türkische Minderheit, die zeitweise auch gezwungen worden ist, sich zu bulgarisieren mit ihrem Namen und allem dran. Aber da ist noch ein bisschen mehr Emotion involviert als ein Versuch Bulgarien-Türkei in dieser Begegnung. Aber Iliev macht das sehr geschickt mit den Frontkicks, den Gegner auf Distanz halten, um dann auch hoch mit dem Bein an den Kopf zu kicken und auch immer wieder die Führhand auszuspielen, die er schon immer ein bisschen ausgestreckt nach vorne hält. Und das ist schwierig für die Türken daran vorbeizukommen. Der Name des Paderman scheint hier in der Tat Berechtigung zu haben. Ja, das ist Programm. Ja, sauber gemacht. Also gleich ordentlich viel Druck für Erkan Varol, der bislang mit dem größeren Bulgarien nichts so recht anzufangen weiß. Klare erste Runde für mich an den Champion, an den Titelverteidiger Dimitar Iliev. Ja, das wäre schon sehr schwierig, daran zu zweifeln, was der Rang nicht wäre. Klar hat der Bulgare hier die Runde gewonnen. Das ist sehr, sehr clever gemacht, taktisch auch konsequent durchgezogen. Hervorragende erste Runde. Schon dieser Kick erst angetäuscht mit dem anderen Fuß und dann die Drehung rückwärts zum Gegner und dann dieser überraschende Kick. Gut gemacht von Dimitar Iliev. Klare erste Runde für den bulgarischen Titelverteidiger. Und die Männer scheinen ganz verzückt zu sein von dem, was Iliev hier bietet. Wie gesagt, er hat ein Heimspiel, ist hier geboren und wohnt hier in Varna. Und man hört es natürlich auch an den Reaktionen des Publikums. Die sind ganz klar verteilt, die Sympathien hier zwischen diesen beiden Kämpfern. Natürlich immer die große Gefahr, wenn man als kleinerer Mann versuchen muss, die Distanz zu überbrücken, in diesem Falle Erkan Varol. Und wenn man dann am Gegner dran ist, dann läuft man Gefahr, in das Knie hineinzulaufen, in die Kicks. Und man begibt sich in dieser Halbdistanz dann oder eben im Fall immer wieder dieser Gefahr vom Knie ausgenommen zu werden. Macht er hervorragend, wie er sich sein Gegner da auf Distanz hält. Sehr souverän. Auch wenn dieser Heilweg vielleicht nur vom Anschub abgefangen worden ist, es tut trotzdem weh, wenn man so einen Kick kassiert. Der Vorstellung war, dass die beide fast das gleiche liegen sollen. Also bleibt dabei. Erkan Varol kommt überhaupt nicht.
der Runde, denn auch die dürfte klar am Gewinn sein, Werner. Da habe ich auch ganz schwach. Selbst ein Mädchen achtest auf die Kamera steht. Ja. Also echte Profis, die hier beschäftigt werden. Und hier sehen wir nochmal schön diesen satten Kick. Der holt den Türken von den Beinen. Und da hat er zwar seinen Handschuh dazwischen, aber auch den hat er gespürt. Er kommt einfach nicht ran. Also chancenlos bisher Erkan Varol. Ich glaube, er hat nicht einmal die richtige Distanz gefunden, um einen Treffer abzusetzen. Ich muss auch sagen, dass Iliev überraschend gut in beiden Disziplinen ist, in beiden Sparten. Er kickt hervorragend, aber er boxt auch gut. Er kombiniert das in hervorragender Form, sodass man sieht, was Kickboxen tatsächlich eigentlich bringen kann. Macht er wirklich sehr, sehr, sehr gut. Hast du recht, er ist ein sehr kompletter Kämpfer, ohne Schwäche, boxerisch gut und auch mit dem Kickstart. Man muss bald schon ein bisschen Mitleid haben mit Erkan Varol, der überhaupt nicht klarkommt mit den Bulgaren. Entweder wird er von den langen Beinen von Iliev gestoppt oder aber von den langen Armen. Spider-Man in Aktion. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der Name passt. Abgeschlossen und genau im richtigen Moment das Knie gebracht. Und das gefällt den Zuschauern hier. Die feiern jetzt ihren Helden an. Füßen fintiert in der Mitte hin zu mir vorgeschlagen. Aber der Türke ist so klein, dass die High-Kicks von Dimitar Iliev, die über den Scheitel gehen, also zu hoch angesetzt sind sogar. Klasse gemacht, also gefällt mir gut, wie Dimitar Iliev in diesem Kampf führt. Die ersten drei Runden hat er allesamt klar und sicher gemacht.